Podcast, Janik. Ich bin Daniel. Ich bin Leon und mache eine Ausbildung bei den Stadtwerken Lemgo zum Elektroniker für Betriebstechnik. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil die Stadtwerke ein großes Unternehmen sind mit vielen verschiedenen Zweigen. Ich denke da zum Beispiel an den Stadtbus oder das Olé. Der Ausbildungsberuf ist für mich sehr vielfältig. Ich kann verschiedene Aufgaben machen und die Arbeitsplätze sind an verschiedenen Orten. Hauptsächlich bin ich in den Bereichen Straßenbeleuchtung, Steuertechnik und 1KV-Bereich unterwegs. Dienstbeginn ist bei uns um 7 Uhr. Dann machen wir eine Besprechung für den Arbeitsablauf für den heutigen Tag. Dann gehen wir zum Beispiel los, müssen einen Hausanschlusskasten montieren. Dann haben die Tiefbauer uns den Graben ausgehoben, das Kabel liegt bereits im Graben drin. Dann schließen wir den Hausanschlusskasten im Haus an. Wenn wir damit fertig sind, schließen wir das Kabel an die Hauptleitung an und danach machen wir uns dann wieder auf den Weg zum Werk, machen eine Dienstnachbesprechung und dann geht es um 15.45 Uhr circa zum Feierabend. Wir haben letztens die Erneuerung eines Schaltschrankes geplant mit den Azubis zusammen und da haben wir halt Pläne erarbeitet, wie halt ein kaputter Schaltschrank erneuert werden kann. Besonders Spaß macht mir generell Sachen zu verdrahten, zum Beispiel Steuerungstechnik, da musst du viel darüber nachdenken, was du machst, wie du es machst. Das ist nicht einfach irgendwas irgendwie dran stecken, ohne drüber nachzudenken. Die Schulzeiten sind bei uns im Blockunterricht, da haben wir 3 bis 4 Wochen Schule am Stück. Ein besonderes Unterrichtsfach finde ich den Englischunterricht oder auch der TEG-Unterricht. Das bedeutet technisch-elektronisches Grundverständnis und da lernen wir halt, wie zum Beispiel Transformatoren oder so funktionieren. Technisches Geschick. Man sollte handwerklich begabt sein, man sollte sorgfältig arbeiten können und man sollte auf jeden Fall gut im Team arbeiten können. Ich stelle mir auf jeden Fall vor, dass ich meine Ausbildung fertig mache, übernommen werde und mich eventuell durch Meister oder sowas weiterbilde.